Im Süden der Insel auf ca. 300 Meter Höhe liegt ein Sendeturm, den es sich wirklich lohnt anzuschauen. Nach 150 Metern. Geradeaus. Sehr witzig. Für die Fahrt zu diesem alten Turm sollte man ein Allradfahrzeug nutzen, denn der Weg dorthin ist ganz schön anspruchsvoll und auch beschwerlich. Sterben Heldentod. Oben erstmal angekommen, lohnt sich die Aussicht auf jeden Fall. Das war nur ein kurzer Stopp und weiter geht's zum nächsten Halt. Diese kleinen Kapellen stehen überall am Straßenrand und laden zu einer kurzen Pause ein. Hier gegenüber der kleinen Insel Castri, auf dem ein kleines Kirchlein steht, die dem heiligen Nikolaus geweiht ist. Zu ihr kann man entweder rüber schwimmen, manchmal auch warten. Bei Ebbe steht man mitten in Ruinen von 1500 Jahre alten Säulen. Die Italiener haben das versucht wieder zu rekonstruieren, aber auch diese Säulen, die rekonstruiert wurden, sind auch schon wieder umgefallen. Auch hier kommt man wieder völlig ohne Eintritt rein, steht einfach direkt am Strand. Die Leute laufen über die Bodenmosaike, die hier noch erhalten sind. Und der eine oder andere nimmt sich dann auch gleich noch ein kleines Steinchen mit. Ganz schrecklich. Hier wimmelt es auch vor diesen ganz kleinen Echsen. Die sind von so bis so hier vertreten. Kalimera aus Kephalos. Kephalos ist die Geburtsstadt von Hippokrates, der 460 vor Christus hier in der Inselstadt geboren wurde. Einer der berühmtesten Menschen, die hier überhaupt von der Insel Kos stammen. Er hatte damals schon mit seinem Naturheilkundewissen die medizinische Welt revolutioniert. Ihm zu Ehren wurde auch das Asklepion gebaut, was wir uns ja schon angeschaut hatten. Ja, viel mehr bleibt hier nicht zu sagen. Wir stehen auf den Ruinen einer Burg, die für uns nur noch ein Schotterhügel ist. Aber wir haben einen hervorragenden Blick über die Stadt und die Landschaft. Hippokrates gründete eine Ärzteschule, die mehr als 1000 Jahre lang Bestand hatte. Die Insel mauserte sich in der Antike zum Kurzentrum des Mittelmeerraumes. Jeder, der irgendwie krank war oder Wehwehchen hatte, ist hierher gepilgert, um sich hier zu erholen und auch wieder zu genesen. Und auch heute noch schwören die Ärzte diesen Hippokrates-Eid. Und der gründet sich eben auf diesen Arzt. Jetzt, wo wir schon in Kephalos sind, besichtigen wir auch diese aus Privathand restaurierte Windmühle. Die ist 400 Jahre alt und die Gerätschaften dort drinnen, die Holzgerätschaften, werden seit 800 Jahren betrieben. Ja, gucken wir mal rein. Das ist wirklich mega liebevoll restauriert. Hier sind wieder diese ganzen Kieselsteine im Boden eingelassen und hier ist auch wieder so ein wunderschönes Mosaik, Bodenmosaik. Das sind schöne alte Bilder noch von der Windmühle. Toll, toll. Ich gehe mal nach oben. So, in den Trichter kommt das Korn. Läuft dann hier rüber. In die Mitte vom Mahlstein. Und da liegen dann zwei Steine übereinander. Und durch die Windkraft wird das Ganze hier angetrieben. So, da draußen sind die Windmühlflügel. Oh. Yassas und herzlich willkommen im griechischen Haus. Hier ist tatsächlich ein Haus um 1700, was rekonstruiert wurde von der Familie, die jetzt hier lebt.
Hier hat eine alte Dame noch drin gewohnt. Auf diesen Fotos dort hinten sieht man, wie es ursprünglich mal ausgesehen hat. Hier oben schliefen die Eltern auf dem Bette. Darüber hing das Baby, wurde auch immer schön gleich geschaukelt. Links daneben waren die halbwüchsigen Kinder, solange wie sie da noch reinpassten. Dann konnte hier auf dieser Bank davor und auf dieser Couch auch noch jeweils eine Person schlafen. Und hier drüben schliefen die Großeltern. Das wurde dann einfach auseinandergeklappt. Hier war auch gleichzeitig der Essplatz der Familie. Also in einem solchen Haus lebten ungefähr 8 bis 10 Personen. Für uns heute völlig unvorstellbar. Und hier haben wir noch ein ganz tolles Schmuckstück. Das ist ein Kühlschrank, der ungefähr 100 Jahre alt ist. Hier wurde Eis eingefüllt. Ja, und dann kühlte man hierin seine Lebensmittel. Dort. Als es noch keine Kühlschränke gab, da gab es diese Aufbewahrungsmethode. Natürlich gut und luftig aufgehangen, vor Fliegen geschützt. Fliegengitter gab es damals noch nicht, aber das war unter Garantie was Gewebtes. Und hier oben sehen wir gerade den Brotkorb. Dort wurde das Brot gelagert, um es vor Tieren und auch den kleinen Kindern zu schützen, damit es nicht gleich ganz und gar aufgegessen wurde. Ja, tolle Sache. Zum Abschluss von der Führung gibt es noch traditionelles Zimtgetränk. Das ist Zimtsirup mit Wasser verdünnt, also mit anderen Worten Zimtlimonade. Dann das selbstgebackene Brot aus der Mühle, selber gemahlenes Korn. Und das genießen wir jetzt bei dieser Aussicht. So, das war's und Tschüssili aus Kefalos.